Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Ultima 2. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir ist ein kleines Malheur unterlaufen. Ich habe die Folge schon aufgenommen gehabt, habe alles schon gemacht, was ich auch machen wollte, hat alles wunderbar geklappt. Und was war? Ich habe auf Aufnahme vergessen zu drücken. Ich Idiot. Also, und das alles auch noch, wäre ja kein Problem, aber in dem Spiel gibt's halt nur einen Speicherstand. Und das ist ein Problem. Ich versuche jetzt alles mal nochmal zu machen, wie ich es gemacht habe. Ich war, also das habe ich zwischen den Folgen gemacht, in der Stadt hier gewesen und habe uns Schlüssel geholt. Da hatte ich ungefähr 33 Schlüssel. Ihr seht, ein paar Schlüssel habe ich verbraucht gehabt. Da habe ich gar nichts Neues geholt gehabt. Außerdem, ja, ich hoffe, das langt mit dem Trilithium. Ja, ich hoffe, das müsste langen. Außerdem, ja, ich habe ein bisschen Geld jetzt gekriegt. Ein bisschen HP haben wir verloren. Essen haben wir ein bisschen verloren, aber es passt alles schon. So. Als allererstes wollten wir oder haben wir den Gegner erledigt. Sind in die Stadt gegangen. Nein, ich will. Okay, passt alles noch. Speichern. In die Stadt gegangen und da haben wir uns ein Flugzeug geholt. Weil wir müssen ja zu Vater Anthos. Beziehungsweise, wir haben schon, wir wollten uns noch weitere Hinweise holen. Genau, das war's. Und wir wissen, dass wir zu Vater Anthos wollen. Das heißt, wir müssen zu den Sternen reisen. Und das geht nur in der Zukunft. So, wir gehen hier hoch. Wir haben ja schon diesen Airport. Und da brauchen wir Unlock. 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 Der ist nicht sonderlich erfreut, dass wir hier reinkommen. Das heißt, deswegen erledigen wir den. Jetzt kommen die ganzen Wachen. Aber sie kommen nicht rein. Weil, ihr seht schon, sie verfolgen uns so, wie wir stehen hier. Wenn ich jetzt ganz nach oben, wenn ich jetzt noch eins nach oben gehen würde, dann würde der auch eins nach oben gehen. Und dann hätten wir das Problem, dass der kommen würde. Aber wollen wir nicht. Wir steigen ins Flugzeug ein und wir starten das Flugzeug. So, jetzt können wir hier rumfliegen. Sehr schön. Wir können landen, aber wir dürfen nur bei Gras landen. Wenn wir gelandet sind, können wir uns mit dem Flugzeug ganz normal bewegen, aber nicht durch Bäume durch, sondern nur auf Grasland. Das kostet uns auch ein bisschen mehr Essen, glaube ich, als wenn wir zu Fuß unterwegs sind, bin aber nicht hundertprozentig sicher. Wenn wir in der Luft sind, können wir ganz normal fliegen. So. Jetzt warten wir hier mal, bis dieses Ding kommt. Mit dem Flugzeug, das ist nämlich richtig klasse, mit dem Flugzeug können wir nämlich auch durch die Zeitpforten gehen. Ja! Und das ist ja das, was wir brauchen. Weil, wenn wir in die Zukunft gehen, egal durch welche Zeitpforte, wir landen immer auf einen Kontinent und wir müssen zu einem anderen Kontinent aber gehen. Allerdings gibt es keine Brücken oder sonst irgendwas. Das heißt, es wäre nur möglich per Schiff oder per Flugzeug. Und Schiffe habe ich in dieser Zeit entweder nicht gesehen, entweder gibt es die nicht, keine Ahnung, oder sie sind ja eh schon sehr, sehr selten. Von daher könnte es auch einfach sein, dass es sehr selten ist. Das heißt, mit dem Flugzeug ist es doch um einiges einfacher. Wir starten wieder, wir landen wieder und wir betreten das Schloss, das Castle British. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt, wenn wir schon da sind, auch nochmal kurz bei Lord British vorbei. Ja, einmal langt. Und dann müssen wir in die Kapelle gehen. Da haben wir einen, ich glaube, der hier war's. Das ist der Bischof Bob. Confess to Brother Anthos. Ja, dann reden wir mal mit Bruder Anthos und der ist hier unten. Bruder Anthos ordains Search the Stars from my kin. Für seine Sippschaft sollen wir die Sterne durchsuchen. Ja, sämtliche Bruder Anthos sagen eigentlich, wir sollen Vater Anthos suchen, also nicht Bruder Anthos, sondern Vater Anthos. Und wir wissen, dass er hier in den Sternen ist und wir wissen, er ist auf Planet X. Und wir wissen, Planet X ist 999. Das heißt, das nächste, was wir machen müssen, ist in die Zukunft reisen, weil wir brauchen ein Raumschiff. So. Jetzt muss ich mir ganz kurz überlegen, wie war das nochmal? Es ist nämlich nicht so einfach, da weiterzukommen, weil wenn eine Mondpforte im Wald steht, kommen wir mit dem Flugzeug nicht durch. Das heißt, wir müssen eine Mondpforte haben, die
in Dings SD, in genau, die in Graslandschaft ist. Das heißt, wir parken hier mal kurz unser Flugzeug, warten. Erste Mondpforte ist auf. Oh, Moment mal, wird man durch die sogar durchkommen? Müsste ich mal. Aufnahme läuft noch gut. Müsste ich mal ganz kurz schauen. Ah, jetzt ist es egal. Jetzt sind wir hier. Dann geht es hier weiter. Hier kommt auch gleich eine Mondpforte. So. Und jetzt sind wir in Pangea. Und von Pangea, da fliegen wir hier rüber, landen hier. Da müsste auch irgendwo eine Mondpforte aufgehen. Angreifen können wir vom Flugzeug aus nicht. Da müssen wir absteigen. So. Und das sieht man schon, da steht eine Rakete, mit der bin ich mich gelandet. Ja, das ist von deinem früheren Spiel. Und ich nehme auch wirklich auf, oder? Ja, Aufnahme läuft. Ja, Aufnahme läuft. Juhu. Okay. So, steigen wir auf. Und, oh, Moment mal. So sieht es aus hier. Man sieht es, man erkennt die Erde, aber man sieht auch, dass es doch schon ein bisschen zerstört aussieht. Und nicht mehr so ganz so optimal ist. Ja, das ist dieser Kontinent. Auf diesen landen wir immer, egal mit welcher Mondpforte wir kommen. Und ihr seht schon, keine Gegner. Oder wenn Gegner, dann ja doch Gegner, aber halt Schiffe sehr, sehr selten. Ja, drüben haben wir einen Ort, da wollen wir auch hin. Da landen wir. Hey, und da ist unser zweites Flugzeug, mit dem ich ja schon mal hier gewesen bin. Ja, ist halt alles so schon mal passiert. Ohne Aufnahmen. Gut, wir haben gespeichert. Wir gehen hier rüber. Da haben wir The Red Square. The Red Magic. Alles rot hier anscheinend. Tast CCP. Wir haben hier auf der rechten Seite Seeschlangen, die wir nicht angreifen dürfen, weil sonst alle Wächter auf uns böse sind. Da müsste das Orakel gewesen sein. Ja. Von denen haben wir ja schon gehört, habe ich ja schon erzählt gehabt. Braucht man viel, viel Geld dafür. Aber hier in dieser Zeit gibt es den nicht mehr. Und da haben wir Pirates Cove. Schiffe, auch nicht schlecht. Und hier drüben sehen wir schon Space Shuttle. Hier können wir landen. Aber wir kommen hier nicht an den Typ vorbei. Das heißt, wir müssen den erledigen. Dann drücke ich mal N, um die Zeit zu negieren. Öffnen das Tor. Dann sehen wir auch so Test Launch Control. Wir steigen in so ein Ding ein. Board und los geht's. Hyperwarp engaged. Sehr schön. Jetzt haben wir hier auf der rechten Seite Full, 7, nicht mehr so viel. Ich hoffe, dass es noch langt. Xeno, Jako, Zabo, das ist da, wo wir sind. Und wir sind auf Out of Course. Das sollte eigentlich passiert ab und zu mal. Ja, auch wenn ich jetzt was eingebe, kann es sein, dass wir von außer Course kommen und nochmal neu fliegen müssen. Xeno 9, Jako 9, Zabo 9. Prepare for Hyperwarp. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Dann kommen wir dahin, wo ich hinkommen will. You are orbiting X. Sehr schön. So, jetzt drücke ich L für landen. Und jetzt muss ich schauen. Perfekt. Ich darf nämlich auch mit dem hier nur im Gras landen. Wenn ich woanders lande, habe ich Pech gehabt. So, das hier ist das hier ist jetzt Planet X. Da unten haben wir eine Stadt. Bin diesmal sogar besser gelandet als bei der anderen Folge, weil da musste ich noch ewig weit laufen. Town Basco haben wir. Aber hier ist eigentlich überhaupt nichts. Hier ist irgendwo einer, wo sagt, Vater Anthos ist hier. Und sonst ist hier
Wirklich nichts. Ein paar Leute, die wir hier haben. Waffengeschäft. Aber im Großen und Ganzen genau dasselbe. War ein bisschen anders aufgebaut, aber im Großen und Ganzen genau dasselbe wie wie auf der Erde. Hier oben haben wir ein Schloss. Da gehen wir rein. Das ist das Ossis Place. Hier können wir überall runtergehen. Hier kommen wir nicht rein zum Beispiel. Da müssten wir reinkommen, aber da stehen die Wachen im Weg. Aber es gibt auch einen anderen Weg, wie wir da reinkommen. Wenn wir hier weitergehen. Ansonsten, hier haben einige Fontänen. Gefängnis. Da drüben ein Labyrinth. Aber ich habe es auch das Labyrinth angeschaut. Bringt nichts, da reinzugehen. Da ist absolut nichts, außer ein Labyrinth. Das Labyrinth ist einfach nur dafür da, dass es da ist. Und das war's. Da haben wir König. Kriegen wir wieder für 50 GP. 300 HP. Nicht schlecht. Und wir haben die Queen Susan. Und die sagt, dass Vater Anthos uns erwartet. Das heißt, wir gehen hierher. Hier drüben finden wir King Ossis Room. Orakel sagt auch noch irgendwie, dass der King Ossi ein Spion wäre und die Königin irgendwas anderes wäre. Aber wir wissen ja, Orakel bin ich nicht hingegangen. Das habe ich einfach gesagt gehabt. Mache ich nicht. Weil nochmal an über 4000 Gold, das ist mir ein bisschen zu viel. Da haben wir Queen Susan's Room, die gleich an das Gefängnis anknüpft, warum auch immer. Da gehen wir einfach mal an den ganzen Leuten hier vorbei. Durch den Sumpf durch, hier durch. Der Justin, der Jailer, warnt uns. Ich würde nicht da reingehen. Wir gehen trotzdem rein. Hallo? Und wieso bist du jetzt hier im Weg? Danke, dass du Platz machst. So. Und da haben wir einen, der steht hier. You have earned my blessing. Return and claim the ring. Jetzt haben wir seinen Segen gekriegt von Vater Anthos. Wir haben Vater Anthos gefunden. Wir haben seinen Segen. Und jetzt könnten wir, wenn wir wollen, das Mikrofon umschmeißen. Nein, den Ring holen. Sehr schön. Da unten ist noch eine Kirche. Der sagt einfach nur, die Kirche ist geschlossen. Komm später wieder. So in der Richtung. Das war's eigentlich. Deswegen sind wir hier gewesen. Können wir den ganzen Weg wieder zurückgehen. Was auch toll ist an diesem Patch, den ich habe, man kann auch auf fremden Planeten speichern. Normalerweise im Originalversion konnte man das nämlich nicht. Da konnte man nämlich nur auf der Erde speichern. Und das ist doch schon um einiges besser. So, Trilithium, nur noch 6 Stück. Ich will es trotzdem machen, was ich auch schon gemacht habe. Im Handbuch stehen auch drin ein paar Koordinaten. Die Sonne ist 444, Mercury 545, die Venus ist die 334, die Erde die 666, Jupiter die 134, Mars 623. Uranus 946 und so weiter. Und auf jeden Planeten kann man landen. Manche Planeten haben Leben, manche nicht. Manche haben Gebirge, Wasser, Sumpf, Graslandschaft und so weiter. Und ich will auf den Jupiter. Das ist 1, 3, 4. Nur aus einem ganz kleinen Grund. Das ist nur ein kleiner Easter Egg eigentlich. Aber theoretisch müssten wir, wenn wir es richtig spielen wollten, sämtliche Planeten auch noch absuchen, was es da gibt. Ich meine, die Planeten sind nicht so groß wie die Erde. Und es gibt auch, glaube ich, nur eine Stadt oder sowas. Das ist sogar richtig hier. Und da auf diesem auf dieses Ding hier wollen wir landen. Die Frage ist, geschafft. Wir sind gelandet. Gerade so. Wie gesagt, man darf nur auf Wasser, auf Gras landen. Sonst, bumm, tot. Game over. So, willkommen auf den Jupiter. So sieht er aus. Und hier haben wir auch eine kleine Stadt. Nein, ich will keine Waffe tauschen. Ich will die Stadt betreten.
Ja, und hier haben wir auch lauter so Sachen wie so ein kleines Kreuz, ein paar Gegner, ein paar Kleriker, meine ich. Kleriker als Gegner. Naja, gut. Dann kleiner Yachthafen. Hier geht's weiter. Ich glaube, hier drüben war es irgendwo, wo ich hin wollte. Mit einem will ich nämlich reden. Da haben wir. Und zwar Duplet des Watchbucklers Ask, Wanna buy a duck? Das ist das erste Mal, dass Dupré auftaucht. Wir wissen ja, Lord British haben wir schon kennengelernt, Shamino haben wir schon kennengelernt, Iolo, so ein bisschen, glaube ich, hat er im ersten Teil mitgespielt und Gwenno, Iolo und Gwenno auf jeden Fall im zweiten Teil. Den haben wir ja schon gesehen gehabt. Und Dupré ist auch hier. Sehr schön. Die alte Gang ist wieder vereint. Allerdings, warum sollten wir von Dupré eine Ente holen? Wie dem auch sei, da haben wir nochmal einen Seher. Wollen wir aber nicht hin. Ja, das war eigentlich das alles, warum ich hier sein wollte. Ich wollte einfach mal schauen, dass wir Dupré finden. Weil ich es einfach cool finde, dass der auftaucht. So, jetzt können wir wieder zur Erde. Das heißt, wir boarden das Ding. Wir springen. Und hoffen, dass wir mit Treibstoff zur Erde kommen. Puh, es ist enger geworden, als ich dachte jetzt. So, out of course, das ist mir egal im Moment, solange es jetzt klappen wird. Jeder Hypersprung braucht nämlich einen Treibstoff. Und dann hätten wir vielleicht irgendwann mal ein Problem. Jetzt haben wir nur noch 2 Sprünge, könnte man noch machen und das war's. Aber wir haben die Erde erreicht, sehr schön. Landen. Und... Landen. Gut. Geschafft. Dann können wir, glaube ich, wieder durch dieses Mondpforte und sind jetzt wieder auf der... Hallo? So. Und sind jetzt wieder... Ja, genau. Da, wo wir die ganze Zeit gewesen sind. In 1990. Das ist das Hotel California beziehungsweise San Antonio. Das Hotel ist ja nur dort. Gut, wir haben unser... Wir haben es also geschafft. Diesmal richtig mit Aufnahme. Und wir haben den Segen, diesmal sogar 2-mal erhalten. Wir haben den Segen von Vater Antos. Das heißt, wir brauchen jetzt den Ring. Den Ring zu finden, müssten wir das Orakel über 4000 Euro, ja klar, Goldstücke zahlen. Mache ich aber nicht. Ich weiß, wo es ist. Habe ich ja, glaube ich, auch schon mal gesagt gehabt. Und das machen wir dann beim nächsten Mal. Dann geht es beim nächsten Mal auch schon ins Finale. Weil so viel fehlt uns jetzt nicht mehr. Muss man auch überlegen, ob ich vielleicht noch ein bisschen, ja, das werde ich vielleicht noch machen, bevor die letzte Folge anfängt, dass ich noch ein bisschen Geld verdiene und uns einfach noch mal ein paar Dings hole. Ein paar HP noch mal zurückhole, weil so viel HP haben wir jetzt nicht mehr, dass wir wenigstens 5000 haben. Wir brauchen auf jeden Fall noch 500 Gold, das brauchen wir auf jeden Fall. Und halt, wie gesagt, noch ein bisschen HP und das war's. Das werde ich jetzt noch mal machen und in der nächsten Folge sehen wir uns wieder zum großen Finale. Erstmal den Ring holen und dann geht's Minax an den Kragen. Es sei denn, ich habe noch irgendwas vergessen, aber das machen wir dann auch beim nächsten Mal. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.